So, Taschen, der Löwe, der Löwe. Hier ist er, der Löwe. Solltet ihr nicht in Resonanz gehen, lasst Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin. Nicht manipulieren, nicht ummodeln, tut euch den Gefallen und bringt euch da zum Überlegen, ja, oder ins Chaos noch mehr rein, als es jetzt schon wahrscheinlich ist. Wirklich nur. Ja, wenn ihr merkt, so, genau das war's, dann seid ihr in Resonanz drin und guckt, inwieweit geht das für euch mit der Legung klar. Ansonsten bitte zu anderen Kartenlegern auf YouTube reinschalten. Und wir fangen jetzt an. Duallegung gibt es diesmal nicht, damit ich hier mehr Zeit reinstecken kann in den Kanal für die Allgemeinlegung. Und wir starten, ja. Ihr guckt dann einfach für euer Gegenüber oder ihr seid schon Crosswatcher in der Liste. Die müssten alle online sein. Ein Engelbotschaftskärtchen bitte. Habe ich bei allen diesmal gemacht. Es könnte darum gehen, Struktur entwickeln. Lieber Löwe, eine Struktur entwickeln. Vielleicht hast du auch gerade eine Struktur entwickelt. Das kann auch sein. Wir gucken mal rein in deinen Kopf. Worum geht es? Wobei bist du dran, eine Struktur zu entwickeln oder solltest eine Struktur entwickeln? Du musst dich hier frei machen oder hast es mit dem Steinbock zu tun, der dich hier einfängt, ja, oder der Teufelskreis fängt dich hier ein. Ganz klare Sache. Der Teufel wiederholt sich auch hier in neun der Schwerter ganz stark durchs Fenster guckend. Du hast hier wirklich sehr mental, sehr seelische Probleme, sehr, sehr starke Sachen mit dir aufzuarbeiten. Kannst von irgendwas vielleicht nicht gedanklich loslassen. Wir gucken mal weiter, lieber Löwe. Hier auf dem Schoß. Oh ja, du wurdest getäuscht, betrogen. Du hast hier Sachen gesehen oder empfindest hier Sachen, die du nicht für möglich gehalten hast, ja? Oder hast es auch wirklich rausbekommen durch mühselige, lange Arbeit. Du hattest sehr viel Geduld. Du hast alles probiert, hier irgendwie was zu retten, aber du hast manchmal das Gefühl oder es wird noch eintreffen. Das kann auch sein, dass du hier so ein bisschen verschaukelt wurdest oder verschaukelt wirst, sagen wir es mal so. Du musst dich hier befreien, Strukturen entwickeln. Könnte auch sein, dass du dich gar nicht so schnell befreien kannst, wie du gerne möchtest, lieber Löwe oder Crosswatcher. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, ja, und auch zwei Wege. Der eine Weg ist vielleicht nicht ganz so günstig, der andere Weg vielleicht auch nicht. Deswegen gilt es jetzt für dich, eine Struktur zu entwickeln, damit du einen Weg zu einem ganzen und ordentlichen bekommst, der dich so ein bisschen erstmal auf Reisen führt, mit dem du positiv was anfangen kannst. Auf jeden Fall hast du hier wirklich mit einer mentalen Schwere zu tun und hast das Problem, dich rauszureißen. Auch hier gab es wahrscheinlich einen verbalen Akt zwischen dir und deinem Gegenüber oder es gibt auch Redebedarf, was es heißt, hier um diesen Teufelskreis zu umgehen oder rauszukommen. Ja, wenn du jetzt kein Gegenüber besitzt, das kann ja auch sein. Dann geht es hier um eine Aussprache, um eine Sache, die wirklich noch sehr tief in deinen Erinnerungen sitzt, die du gerne rausposaunen möchtest, aber auch sehr stark im Ton. Du hast manchmal das Gefühl, du möchtest das rausschreien, ja, dass du auch wirklich den letzten Schmerz so aus deinem Hinterstübchen, das, was du nicht vergessen kannst, wo du stark gelitten hast, willst du einfach so raussenden, da wo es hin soll. Würdest du am liebsten wirklich dir so Kraft machen, ja, so wirklich wie so ein Löwe brüllen, ist tatsächlich hier so die Angabe, ja. Du hast vielleicht auch damit zu tun, dass du wegen einer Abhängigkeit hier irgendwo in eine Schwierigkeit reingeraten bist und jetzt auch könnte es auch sein, du ständig damit zu tun hast, immer wieder verarscht oder belogen, betrogen zu werden. Finde da für dich einen Weg, ja, damit du da auch deine Struktur entwickelst und sprechen ist ganz wichtig, damit es den Nächsten nicht trifft, ja, dass du nicht voreingenommen schon reingehst und auch dich selbst nicht weiterhin im Kopf belastest. Das scheint wirklich sehr schwer zu sein. Im Herzen bist du eigentlich wirklich ein Typ, der ist total gesonnen hier, ja, also ob Mann oder Frau, du fühlst dich hier wohl. Wenn du nicht unbedingt daran denkst, hast du es eigentlich wirklich ganz gut in deinem Leben hier geschafft, als Person liegend. Du bist hier jemand, der wirklich jedem das Glück gönnt, der anderen auch das Wohl gönnt. Ja, sollte es hier, was ich niemandem wünsche, aber ich bin so ehrlich und spreche es an, es kann immer mit einer Person zu tun haben, die es nicht mehr in eurem Leben gibt. Irdisch wie getrennt, ja, da gab es dann irgendwann mal einen Neuanfang in deinem Herzen.
oder eine gezwungene Trennung. Aber du hast eben auch wirklich sehr viel Ballast im Kopf und das wurde nicht richtig abgearbeitet, habe ich das Gefühl. So, warte mal. Du bist jemand, der wirklich alles macht für eine Bindung, Beziehung, Freundschaft, soziale Kontakte. Da bist du hier wirklich. Du musstest sogar schon fast nach dem Neuanfang so agieren, ansonsten wärst du untergegangen. Also du musstest auch wirklich löwenhaft dagegen kämpfen. Hier war irgendwas, was dich auch in eine schönere Welt gebracht hat, ja. Du hast das bekommen, was dir zustand. Du hast dir das wiedergeholt irgendwann oder jetzt gerade, was dir zusteht in Sachen Gefühle. Die hast du im Herzen mit dir vereinbart, bereinigt, so dass du wenigstens mit dir klarkommst. Der Kopf ist aber voll. Der denkt immer wieder zurück an irgendeine Abhängigkeit. Und oftmals spürst du das hier auch, dass du wirklich Menschen in deinem Leben ablehnst, die, warum auch immer, dich an irgendeine Sache erinnern oder die du für irgendwas verantwortlich machst. Punkt. Wo du vielleicht denkst, wegen dir ist das in meinem Kopf drin, ja, und wegen dir ist da so eine Schwere oder ich kann damit auch nicht aufhören. Du bist hier wirklich in einer großen Enttäuschung hier auch angekommen, ja. Eine große Enttäuschung hast du hier schon erlebt und hast wirklich manchmal das Gefühl, du kannst dich einfach auch gar nicht so offen zeigen, wie du eigentlich gerne wärst und ziehst dich hier oftmals zurück, um zu überlegen, waren meine Handlungen hier richtig, emotional, ja? Woran liegt es? Du gehst hier öfter zurück oder der Prozess wird jetzt kommen, wo du dir sagst, ich muss nochmal wirklich innehalten. Was mache ich hier falsch, dass es immer dazu kommt, ja? Bin ich zu lieb? Bin ich zu uninteressant? Warum habe ich hier im Kopf diese Erinnerungen mit Abhängigkeiten, warum lande ich vielleicht auch immer bei den Personen, die mich abhängig machen und die für mich total schädlich sind, ja, weil du dann immer wieder so rausgehst und dir denkst so, warum, aber ich habe doch die ganze Zeit Geduld gehabt, ich habe doch mitgemacht, ja, ich habe doch in kleinen Schritten, aber wirklich lange durchgehalten und trotzdem das Ende vom Lied ist in deinem Kopf immer wieder dieses böse Erwachen, ja, dieses Aha, wow, schon wieder, danke. Und da musst du jetzt mal wirklich für dich eine Struktur entwickeln. Und die Struktur, die heißt bei mir, wenn ich hier den Tisch wirklich angucke, raus damit. Also du bist vielleicht zu vorsichtig gewesen, jemandem die Meinung zu sagen, beziehungsweise auch deine Gefühle zu übermitteln. Mach das, das muss mal raus, damit du hier nicht ständig wieder zurückkehrst in diesen Gang, dass alles an dir hier liegen müsste, muss es nicht, ja? Aber du hast immer das Gefühl so, hier, du wendest dich immer von Personen ab, die vielleicht ideal für dich wären, aber du hast hier wirklich damit zu tun, ja? Du wendest dich ab und hast schon diese Angst, ach, was ist, wenn ich mich demjenigen wieder anvertraue, dann passiert doch das Gleiche wieder. Ich habe mir hier schon wieder mein Herz so aufgebaut, dass es geht, ja? Dass ich wieder rein bin, weil ich ja musste, ansonsten wäre ich hier wirklich gestorben, in Anführungsstrichen. Ich musste ja auf mich selbst aufpassen. Und das ist so auch für dich eine ganz gute Anlage. Du bist eigentlich immer darauf bedacht, dass es dir in erster Linie auch gut geht mit allen anderen. Ja, das ist so an erster Stelle die Karte gewesen. So, ihr lieben Crosswatcher, für den Löwe guckenden oder du als Löwe dann generell. Jetzt kommt noch die Tendenzbotschaft. Boah, wie schnell war denn die Nachricht hier draußen für euch? Tut mir jetzt leid, ja, aber guckt nicht auf die Zahlen. Zahlen sind egal, ja. Guckt nicht auf die Zahlen, sondern das ist das, was ich dann rausgebrettert, rausgesendet habe. Die Tendenz, eure Engelchen überschlafen, nein. Bleibt bei den Strukturen entwickeln, ja. Ich würde fast sagen, nein, das hast du jetzt hier schon zu oft gemacht. Du findest zwar immer wieder Lösungen, an denen es liegen könnte, aber bitte auch mal rausbringen, ja? Und dafür ist jetzt nötig, Ritter der Schwerter zu werden und Ass der Schwerter wirklich agieren zu lassen. Das muss kommen. Du musst darüber sprechen können und dich auch jemandem anvertrauen können, zu dir selber vielleicht auch mal sagen, nee, also ich war immer geduldig, ja? Habe immer mit mir machen lassen. Das sollte jetzt mal aufhören. Und deswegen auch die Anzeige von den Engelchen. Diesen Weg hier immer wieder zu denken, so geht's nicht weiter oder ich treffe immer die Falschen, dann vielleicht auch mal falsche Leute an dich ranlassen, andere Leute an dich ranlassen und mich immer unbedingt hier zu dem, wo du merkst, die Person hat dich schon gefangen, ja? Du musst dir da die Frage mal stellen, warum?
weg von diesen Personen eventuell mal testen, ob nicht das die Möglichkeit ist, warum du immer wieder in der Falle landest, weil du dir ausgerechnet dieses Volk aussuchst oder diese Leute, die mit dir dann, die du interessant findest für dich, ja, die dir auch irgendeinen Mehrwert geben und du merkst so, oh, aber komme ich irgendwie nicht mit klar. Da ist so eine komplette Reibung da, ja, wir zerstören uns gegenseitig. Und damit du hier nicht hängen bleibst und ständig immer neu nachdenkst, für Strukturen entwickeln ist es super übrigens, aber dann auch wirklich demnach handeln und rausbringen, ja, und dann hier wieder zurück in Ritter der Stäbe und das auch mal umsetzen, Gesprochenes umsetzen, damit du hier wegkommst von diesem Ding und deinen eigenen Weg hier wirklich mal machen kannst. Also hier wird dir geraten, überschlafen das Ganze? Nein, es muss jetzt wirklich gehandelt werden, ja? Überschlafen und überdacht war genug. Strukturen hast du vielleicht auch schon genug entwickelt, aber du hast dann irgendwann wahrscheinlich gestoppt, ja? Irgendwann passierte da nicht mehr viel, sondern du musst mal hier auch dir selbst treu bleiben in allererster Linie, was du möchtest und wo du hingelenkt werden möchtest sozusagen, weil du bist ja auch wirklich dein eigener Herr oder Frau, die sich selbst im Leben lenken, ja? Oder der sich hier lenkt, je nachdem. Vielleicht war man hier wirklich in so einem zu viel gedacht und nicht gesprochen, ja? Zu viel gedacht und nicht gesprochen ist vielleicht zu diesem hier geworden, worauf dieserjenige, der dich immer wieder in den Bann gezogen hat, ins Chaos verlaufen, ja? Traurig. Wir haben es alle erlebt, aber es könnte die Möglichkeit einfach sein, weil wir sind ja alles Menschen und es ist eine Kettenreaktion, die dann darauf folgt und darauf folgt, ja. Und viel Ego spielt da eine Rolle mit. Ihr Lieben, Hauptsache ist, ihr bleibt gesund, ihr lieben Löwen. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.